Eine neue Sparte, meine Damen und Herren. Sie kennen sie wahrscheinlich, und zwar mit den Hunden. Agility. Meine Güte, was geht das da rasant zu? Warum ist man da noch nicht eher drauf gekommen, dass man das nicht nur mit Hunden machen kann, das Wippen, sondern auch mit Pferden? Und diese Frage stelle ich an Nina. Nina, Horse Agility, für uns ganz neu. Ja, für uns nicht. Wir machen das jetzt seit 4 Jahren mit unserer Truppe. Wir haben ein Showteam, da sind 8 Pferde mit bei. Und 6 davon sind von Anfang an mit dabei gewesen. Und es ist wirklich wie mit den Hunden. Sie laufen frei, ohne Strick, ohne Stock. Sie laufen mit uns mit, sie springen über Reifensprünge, durch Reifensprünge, rennen durch Tunnel, passieren diese Wippen. Sie haben Spaß dabei, sie werden aufmerksamer und sie tun was für ihr Gleichgewicht. Nicht nur ich tue jetzt was für mein Gleichgewicht, das tun die Pferde auch. Braucht man da ganz besondere Pferderassen, die dafür geeignet sind? Nein, wir haben bei uns vom Mini-Shetty bis zum Shire ist alles mal schon im Parcours gewesen. Es ist auch egal, wie alt das Pferd ist, ob Rentner, der ein bisschen Ausgleichssport macht, oder Jungspund, der anderweitig beschäftigt werden soll. Egal, welchen Ausbildungsstand sie haben, ob es Freizeitpferde sind, Turnierpferde, alle profitieren davon und haben Spaß. Jetzt ist es so, wenn ich bei mir durchs Dorf fahre oder durch die Gegend fahre, dann sieht man ab und zu mal so Plätze, wo Hunde Agility angeboten wird. Horse Agility habe ich da noch nicht gesehen. Wächst das jetzt? Gibt es auch dort so ein bisschen Standorte, wo man das dann betreiben kann? Ja, es werden auch die immer mehr. Also ich bin zwischen Bremen und Hannover. In der Prignitz gibt es einen wunderbaren Platz und überall fangen die Leute an, kleine Sachen zu bauen. Das Motto ist klein anfangen, bei Erfolg erweitern. Meistens fängt man mit irgendeinem Gerät an und dann kommt noch was dazu und dann ist man angefixt und dann kommt das nächste Gerät. Und ja, also die wenigsten fangen mit einem kompletten Parcours an, aber es wird immer mehr. Und was ist die große Freude daran? Was bereitet dir die große Freude daran beim Horse Agility? Dieses Freie, dass die Pferde frei mit dabei sind, dass sie einfach Spaß dabei haben und dass ich sie fragen kann, kannst du rennen? Und sie rennen mit mir, ohne dass ich Druck ausüben muss, ohne dass ich sie bedrohen muss. Die kommen mit einem Lächeln zur Arbeit. Das finde ich so toll. Recht herzlichen Dank, Nina. Sehr gerne.